Kennt ihr das? Ihr habt ein super gutes Bild geschossen, aber es gibt eine Sache, die stört? Ja, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das beheben könnt, und zwar ganz simpel mit Photoshop. Ihr wählt als allererstes den Bereich aus. Es muss nicht allzu genau sein. Wenn ihr mit der Markierung fertig seid, geht ihr auf Bearbeiten und anschließend auf inhaltsbasierte Füllung. Jetzt seht ihr einmal euren Bereich, rechts wie es aussehen könnte und links was ihr bearbeiten könnt. Die gesamten grünen Flächen sind alle Sample-Daten, also das, was quasi anschließend Photoshop benutzt, um euren Bereich zu bereinigen. Wie ihr rechts sehen könnt, wird Stück und Stück der Bereich immer sauberer. Ich probiere mich darauf zu konzentrieren, die Büsche großteilig drinne zu haben und auch den Bordstein, da das am optimalsten in meinem Fall ist. Nachdem ich noch ein bisschen was von der Straße weggenommen habe, sieht der Bürgersteig eigentlich auch ziemlich gut aus und wie man jetzt erkennen kann, ist es eigentlich schon ziemlich clean. Man könnte das Bild jetzt so nehmen, wie es gerade ist, aber ich persönlich finde es immer besser, nochmal ein bisschen mit dem Stempeltool nachzuarbeiten. Dafür könnt ihr euch dann halt einmal aus eurer Originalebene einen Stempelabdruck nehmen und anschließend eine Ebene darüber dies wieder einzeichnen. Achtet nur darauf, da in der Originalebene die Fahrradfahrerin noch vorhanden ist, dass ihr nicht zu weit geht. Aber ansonsten ist das genau die Vorgehensweise, wie ihr mit Photoshop ganz einfach eingebaute Tools nutzen könnt, um eben eure Bilder so zu bereinigen. Und so könnt ihr Objekte mittels AI innerhalb von Photoshop ganz einfach und schnell entfernen. Aber was ist, wenn ihr gesamte Gesichter deepfaken wollt? Dafür gibt es DeepFaceLab. Ich habe euch hier mal ganz kurz den Git angezeigt und das Programm existiert schon seit einer ganzen Weile. Wie ihr sehen könnt, wird es für Promis benutzt, für Politiker, in allen möglichen Videos kann es sogar sein, dass ihr so eins schon mal gesehen habt. Genau wie bei unserem Instagram Reel, falls ihr uns dort noch nicht folgen solltet, tut das auf jeden Fall. In den letzten Jahren hat sich einiges getan, wie ihr sehen könnt, und Deepfakes sind immer besser und auch größer geworden und verbrauchen weniger und weniger Speicher. Was für uns heute interessant ist, die Tatsache, wie ihr die Cloud benutzen könnt, ohne euren eigenen PC für einen Deepfake zu benutzen, und zwar mittels Google Colab. Klickt ihr hier einmal auf den Link, kommt ihr in einen weiteren Tree rein von GitHub. Das ist dann einmal der Colab Tree und hier habt ihr auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich dafür entschlossen, das DFL Colab Notebook zu benutzen und das funktioniert, indem ihr ganz einfach auf den Link draufdrückt. Anschließend solltet ihr auf die Google Colab Seite kommen bzw. auf das Notebook. Wie ihr erkennen könnt, haben wir hier links einmal unser Notebook. Ich bin registriert mit unserem WinLab Channel, also braucht ihr einen Google Account. Aber die meisten von euch sollten einen haben, ansonsten könnt ihr euch einfach schnell einmachen. Checkt auf jeden Fall in der Laufzeit aus, dass GPU angegeben ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich die gesamten Dateien schon vorbereitet. Das ist eine Szene aus Iron Man und einmal ein Interview mit Elon Musk. Die Iron Man Szene habe ich so angepasst, dass man nur das Gesicht von Tony Stark sieht. Genauso eben wie das Elon Musk Interview, dass wir nur das Gesicht zurechtgeschnitten haben. Anschließend klickt ihr hier bei Prevent Random Disconnect oben auf den Knopf. Damit startet ihr den Code und links an dem grünen Pfeil könnt ihr erkennen, dass es dann ist. Als nächstes könnt ihr checken, welche GPU euch zugeteilt wurde von der Cloud. Drückt auch hier wieder einmal auf das Start, anschließend, wenn es noch nicht angezeigt wurde, einmal auf Zeilen anzeigen und hier erkennt ihr dann einmal, dass wir eine Tesla K80 GPU zugewiesen bekommen haben. Das ist ganz okay, das sollte reichen. Als nächstes installieren wir uns DeepFaceLab. Das funktioniert ganz genau wie dem normalen Git, ihr könnt es installieren oder updaten. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr den Haken bei Download FFHQ drin habt. Das ist besonders wichtig dafür, weil wir ein neues Modell trainieren und nicht bereits ein vorhandenes nutzen wollen. Also stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr es habt. Genauso hier, wieder auf den Play-Button drücken und dann dauert das ganz kurz. Ich speede mal einmal ganz kurz den Moment hier ab, weil das je nach Verbindung ein bisschen dauern kann, je nachdem welche Packages auch schon installiert worden sind und das funktioniert. Wie zu erkennen ist, wird auch hier wieder TensorFlow benutzt, genauso wie damals in unserem Machine Learning Workshop und ein, zwei weitere Sachen wie NumPy, genau. Zum Schluss habt ihr vielleicht einen kleinen Fehler drin, aber lasst euch davon nicht abschrecken, ihr müsst auch die Runtime nicht nochmal neu starten. Das Wichtigste ist, dass zum Schluss dann einmal dann da steht und ihr auch wieder den grünen Haken habt. Als nächstes wird euer Workspace eingeloggt. Dafür könnt ihr hier direkt auf Start drücken oder ihr lasst euch erstmal eure 5 Zeilen anblenden. Wenn ihr hier auf Start drückt, werdet ihr nach eurem Google Drive gefragt. Keine Sorge, ihr könnt den getrost verbinden und ich würde es euch sogar empfehlen. Ich habe hier aber auch so sehen auf Nein Danke gedrückt. Den Fehler sehen wir dazu später noch. Wie ihr erkennen könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt von eurem Drive aus alte Sachen importieren, das ist für mich auch später nochmal wichtig, als auch das Exportieren in euren Drive. Genauso funktioniert es aber auch, wenn ihr eine ganz normale URL habt oder ähnliches. Sprich, hier entscheidet ihr einfach, wo ihr eure Daten speichern wollt oder beziehungsweise von wo ihr die hochladet. Als nächstes wählen wir einmal unsere Daten aus. Jetzt ist es wichtig natürlich, dass wir diese importieren erstmal. Da haben wir diese verschiedenen Optionen, aber wir können sie natürlich auch per Drag and Drop einfach reinziehen.
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Name. Stellt sicher, dass ihr die eine Datei DataSource genannt habt und die andere DataDST. DataSRC, wie gesagt für Source, steht einfach dafür, welches Gesicht ihr benutzen wollt, um zu faken, und das DST steht für Destination. Anschließend könnt ihr links erkennen, dass wir jetzt den Pfad geöffnet haben in den Workspace. Ihr wollt sicherstellen, dass die Dateien, wenn ihr sie hochladet, im Workspace drinne gespeichert sind und nicht außerhalb. Am Anfang, wenn ihr diese nur so reinzieht, werden die außerhalb gespeichert, und zwar in eurem ganz normalen Content-Folder. Das Problem ist, dass dann später das Skript diese nicht erreichen kann. Deswegen stellt sicher, dass sie hier im Workspace drinne sind. Anschließend wieder auf den Play-Button und dann sollte eigentlich auch alles funktionieren. Hier werdet ihr dann einmal per Comment-Prompt gefragt, wie viel FPS eure Datei hat. Das könnt ihr ganz einfach rausfinden, indem ihr rechtsklickt und Eigenschaften auswählt, anschließend auf Details geht, ein bisschen runterscrollt und dann seht die Einzelbildrate. Das sind bei uns 29,97 Bilder pro Sekunde oder halt eben FPS. Diesen Wert könnt ihr hier eintragen. Allerdings hat das Programm aber auch einen Automatikmodus, und zwar indem ihr einfach Enter drückt. Das steht dann für 0 und das wählt ihr automatisch aus. Nochmal Enter, um zu bestätigen, dass ihr die Ausgabe als PNG haben wollt. Was hier passiert, ist, dass jeder einzelne Frame gerade jetzt genutzt wird und daraus ein einzelnes Bild generiert wird. Genauso wieder wie davor, oben der grüne Balken und dann seid ihr fertig. Wichtig ist, dass ihr dasselbe für beide Videoformate macht, also einmal für Data Source als auch für Data Destiny. Sprich hier nochmal Data Source rein, nochmal Enter, um dann die FPS zu bestätigen, nochmal Enter, um zu sagen, ja, wir wollen das als PNG haben, kurz einmal warten. Und dann ist das hier auch fertig. Jetzt können wir hier in unsere Files reingehen und haben hier ganz viele verschiedene Fotos. Drücken wir hier einmal auf eins rauf, können wir erkennen, okay, perfekt, dass die einzelnen Bilder generiert worden sind. Genauso sollte das dann jetzt auch eben bei der Data Source aussehen. Das sieht doch schon mal gut aus, perfekt. Okay, alles klar. Als nächstes können wir jetzt hier oben die beiden Sachen einmal wieder schließen, um ein bisschen mehr Überblick zu haben, und wir gehen einmal in die Denoisings der Frames rein. Das ist einfach nur, um Artefakte bei der Konvertierung jetzt nochmal zu bereinigen. Hier sind auch verschiedene Faktoren, die ihr einstellen könnt. Ich kann euch aber schon mal sagen, ihr könnt auswählen, was auch immer ihr möchtet. Ich würde euch aber für das erste Mal empfehlen, um ein Gefühl zu bekommen, dass ihr einfach Enter drückt und einfach die vorgefertigten Werte benutzt. Dasselbe dann nochmal genau für die andere Datei. Also so ein Schema, das solltet ihr euch dann einfach da angewöhnen, einfach immer beide zu machen. Ich fände das wesentlich einfacher, als dann halt einen Workflow komplett durchzumachen und danach den nächsten erst. So vergesst ihr wenigstens keins. Dann ist das hier als nächstes auch dann. Als nächstes gehen wir einmal in die Detect Faces über. Hier ist es jetzt wichtig, dass halt SVFD benutzt wird. Ich habe mich hier für Whole Face entschieden, ihr könnt aber auch Normal Face einfach benutzen und dann oben wieder auf Start drücken. Hier kommt quasi jetzt der AI-Part rein. Als erstes könnt ihr hier wieder auf Enter drücken. Hier könnt ihr euch die Image Size aussuchen, wie groß das Image sein soll. 256 ist die kleinste Size, 512 die größte. Ich gehe jetzt einfach mal für 512, aber je kleiner ihr die Size macht, desto schneller wird es bearbeitet. Allerdings kann im Scaling es dann auch dazu führen, dass man erkennen kann, dass es sich halt eben um Deepfake handelt. Hier bei der JPEG Quality bin ich einfach mal auf 100 gegangen, auch hier wieder genau dasselbe. Je niedriger der Wert, desto schneller geht es, aber auch desto schlechter die Qualität. Als nächstes werden die Faces extracted. Das kann je nach Grafikkarte ein bisschen dauern. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, die Scripts auch einfach aus dem Git bei euch auf dem PC laufen lassen. Ich fand es nur dieses Mal sehr interessant, hier mal eine Cloud-Lösung zu benutzen. Hier bekommt ihr dann einmal angezeigt, wie viele Bilder es sind. Wir haben jetzt 360 Bilder von unserem Elon Musk-Example und rendern diese mit Pi mal Daumen, wo sind wir? 3 Sekunden pro Iteration, vielleicht auch weniger. Es geht wesentlich schneller, sieht man, je weiter es voranschreitet. 360 Bilder gefunden, 360 Faces detected. Das ist optimal. Das spricht quasi dafür, dass halt jeder Frame, den wir genommen haben, auch genau ein Bild enthält. Je nachdem, wie viele Gesichter ihr habt, kann es auch sein, dass mehr Faces detected worden sind. Ihr solltet aufpassen, dass es nicht zu viele sind. Ich würde immer eine 1:1 Ratio vorschlagen. Jetzt machen wir genau nochmal dasselbe für unser Data DST. Sprich für unseren Iron Man. Auch hier dauert es wieder einen ganz kleinen Moment, bis der Prozess startet. Hier haben wir nur 148 Bilder. Insgesamt lässt sich noch gleich festlegen, dass es besser wäre, einen größeren Datensatz zu haben. Aber ich habe mich für Videozwecke dafür entschlossen, das einfach einmal schnell zu machen, um euch zu zeigen, wie man auch mit wenig Daten relativ schnell ein gutes Ergebnis erzielen kann.
Hier haben wir jetzt 148 Images und 149 Faces, was daran liegt, dass bei Iron Man in der HUD nochmal ein kleines Gesicht zu sehen war, was wahrscheinlich auch mit akzeptiert wurde. So, gehen wir nun als nächstes zu dem Sort Aligned. Das Sort Aligned hilft uns einfach nur dabei, unsere Daten, die wir jetzt quasi gerade generiert haben, einmal nochmal auszurichten. Das würde quasi so aussehen, dass jetzt die Kamera so gelockt wird, dass halt die Features des Gesichtes immer genau in der Mitte sind. Ich mache das jetzt einmal nach History, aber es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Probiert euch da einfach mal ein bisschen aus und guckt, was für euren Deepfake am besten passt. Genauso hier wieder wichtig, auf beiden Sets anwenden. Bei dem nächsten Schritt war ich mir gerade nicht sicher, ob ich die Source einmal gemacht habe bei dem Alignment. Das ist aber gar kein Problem, weil ihr könnt auch notfalls einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, wechselt nochmal zu dem Datentypen, den ihr haben wolltet, macht das nochmal neu. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr nicht eventuell zu viele Daten erstellt. Bei dem Alignment weiß ich aber, dass dann einfach die alten Daten gelöscht werden und überschrieben werden. Als nächstes enhancen wir unsere Facesets. Das bedeutet einfach nur, dass die gesamten PNGs, die wir erstellt haben, verbessert werden für die Neural Networks. Mit 0 wurde hier einmal das Benutzen der GPU bestätigt, deswegen ist es auch wichtig, dass in eurer Laufzeit die GPU mit angegeben ist, weil sonst alles über den jeweiligen Prozessor laufen würde. Ich habe das dann einfach nach Pi mal Daumen 30 Minuten abgebrochen, weil mir das so lange gedauert hat. Stellt auf jeden Fall aber sicher, dass ihr notfalls da ein bisschen Zeit mitbringt. Als nächstes könnt ihr nochmal euer Faceset resizen, falls es in der falschen Größe ist, geht es am besten Stück für Stück ab und nimmt ein bisschen Zeit mit. Als nächstes können wir dann einmal unsere gesamten Facesets, die aligned sind, packen. Das bedeutet, dass sie sozusagen in einem File zusammengepackt werden, was dann auch wieder einfacher zu interpretieren ist und weniger Speicher benötigt. Dieser Schritt geht auch relativ schnell. Hier können wir anschließend die Original Files, um Speicherplatz zu sparen, auch löschen. Auch hier wieder wichtig, einmal auf der Data Source und einmal auf der Data Destination. Solltet ihr mit beiden durch sein, wird als nächstes eine Maske generiert. Die könnt ihr auch wieder unter den Voreinstellungen lassen und notfalls den Tick unten bei Generic Exec noch setzen. Anschließend einmal auf Start und durchlaufen lassen. Was dieser Schritt ist, er kreiert eine Maske für das jeweilige Video, was ihr gerade benutzt. Hier auch nochmal die GPU benutzen, weil die einfach wesentlich schneller ist als die CPU für diese Vorgänge. Die Maske ist später dafür gut, die Gesichter aufeinander abzupassen und aufzulegen, so dass es dann halt eben nicht dazu führt, dass wir einen Großteil von dem Hintergrund, der beispielsweise bei Elon lila ist, mit im Bild drin haben. Dasselbe natürlich wie immer auch einmal bei der Data Destination anwenden. Solltet ihr mit beiden Schritten fertig sein, kommen wir nun zum letzten und größten Teil, dem Trainieren unseres Modells. Hier könnt ihr euch als nächstes wieder die eine Zeile anzeigen lassen und drückt ihr auf Start, werdet ihr wieder gebeten, euren Google Drive anzugeben. Solltet ihr auch hier nochmal auf Nein drücken, kann ich euch definitiv sagen, dass es nicht funktionieren wird, wie ihr erkennen könnt. Stellt vor dem Start sicher, dass ihr das Modell SAE-HD ausgewählt habt und auch die Backup Every Hour. Plus den Silent Start. Hier wähle ich jetzt einmal unseren Google Drive aus, akzeptiere die AGBs, die Google Colab dazu berechtigen, die Dateien in unserem Drive abzulegen. Das ist super wichtig, dadurch, dass es sein kann, dass wir entweder von der Cloud disconnected werden oder unsere 12 Stunden irgendwann ablaufen, die im normalen Free Google Colab zur Verfügung gestellt werden. Durch die Backups ist es möglich, später wieder den Prozess, den wir jetzt anfangen, aufzunehmen und weiterzuführen. Hier werden wir einmal gebeten, einen neuen Namen einzugeben. Ich entschied mich hier einfach für Iron Musk, ich fand, das war ganz passend. Und dann dauert es ganz kurz. Bei der Auto-Backup-Time Every Hour könnt ihr entscheiden, wie oft ein Backup gemacht wird. Mit 0 ist es automatisch einfach jede Stunde, deswegen entscheide ich mich hier einfach Enter zu drücken. Genauso die Preview-History finde ich auch ganz angenehm. Die kann man reinnehmen, das habe ich einmal später für euch noch vorbereitet. Hier brauchte ich die aber erstmal nicht, deswegen habe ich da N genommen. Target-Iteration auch auf 0. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, lohnt es sich hier wirklich einfach mit Enter erstmal durchzudrücken bzw. die einzelnen Buchstaben oder Werte, die vorne in den Ecken in Klammern sind, zu kopieren, dadurch, dass das schon auf einen Wert festgelegt ist, der in den meisten Fällen funktioniert und zu befriedigenden Ergebnissen führt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr mehrere Iterationen von eurem Projekt macht oder einfach ein bisschen mehr Ahnung habt, auch mit den einzelnen Werten ein bisschen rumspielen. Hier habe ich beispielsweise 64 für die Resolution genommen, was dann wesentlich kleiner war und schneller gehen sollte beim Training.
Auch beim Gesicht könnt ihr euch dann hier entscheiden, was ihr nehmen wollt. Gebt ihr beispielsweise ein Fragezeichen ein, zeigen euch die meisten Sachen doch mal, wofür die einzelnen Werte stehen. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr halt auch immer an der richtigen Stelle seid und die richtigen Stellen miteinander vergleicht, weil beispielsweise Full Face auch als einfach nur F angezeigt wird. Und hier unten könnt ihr auch nochmal nach rechts scrollen, wo ihr ein bisschen detailliertere Bezeichnungen bzw. Informationen zu den einzelnen Schritten erhaltet. Natürlich kann ich auch nicht auf alles im Detail eingehen, aber solltet ihr Fragen haben, lasst uns die gerne in den Kommentaren da oder guckt notfalls auch gerne auf dem Git nach, denn in der Doku dort ist alles ziemlich genau beschrieben. Hier bei den Autoencoder Dimensions bin ich nochmal ein bisschen tiefer gegangen. Wie gesagt, in den meisten Fällen sorgen niedrigere Werte für eine schnellere Bearbeitungszeit, aber auch für ein bisschen schlechteres Ergebnis. Wichtig dann auch hier nochmal bei der Eyes and Mouth Priority Note zu nehmen, damit habt ihr dann die gesamte Head Shape. Ihr könnt natürlich auch mehrere Durchläufe machen und dann einfach mal gucken, was ein bisschen besser passt, gerade wenn ihr probiert, Augen anzupassen. Die Blurred Mask ist nochmal relativ interessant. Ich persönlich finde, dass eine leicht geblurrte Mask den Übergang wesentlich sachter gestaltet. Deswegen habe ich hier dann kurz überlegt, ob ich für No oder Yes gehe, habe mich aber anschließend dann auch erstmal für ein Yes entschieden und bin dann weitergegangen. Hier auch nochmal ein Ja, dass es wieder über die GPU gemacht wird. Einmal, dass der Optimizer benutzt wird. Und dann ein paar Werte akzeptiert, bei denen ich mir nicht 100%ig sicher war. Ihr könnt auch hier die Hue Saturation und Light Intensity alles nochmal anpassen einzeln. Allerdings empfiehlt sich hier genauso wie davor. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr genau macht, lasst es erstmal raus und nehmt die Werte, die vorgeschlagen worden sind. Denn es gibt wirklich viel zu viel, was man machen kann. Und für das erste Ergebnis kann ich das nur empfehlen, einmal zu gucken und ansonsten nur falls halt eben in die Doku reinzugucken, was alles einzeln macht. Glaubt mir, auch für mich war das eine ganze Menge. Ganz zum Schluss, als ich dann einmal fertig war, wurden die einzelnen Faces geladen und hier ging es dann auch mit dem Training los. Wie ihr erkennen könnt, könnt ihr einfach Enter drücken, um das Training zu stoppen und euer Modell zu speichern. Hier unten kann man jetzt die einzelnen Durchläufe sehen. Das erste sind die Iterationen, die angezeigt werden und das zweite ist jetzt quasi halt eben, wie schnell eine einzelne Iteration durchläuft. Dahinter sind dann die Fehlerbereiche. Geht ihr hier drüben einmal rein, könnt ihr euch auch eine Preview geben lassen. Ich habe die hier mal zusammengefasst in der Videoform und wie sich erkennen lässt, hat die AI relativ schnell das Gesicht hinbekommen. Die AI probiert quasi Pixel für Pixel die Gesichter nachzumalen. Und zwar einmal von Elon Musk, als auch von Robert Downey Jr. und diese dann halt anschließend aufeinander mit anzupassen. So. Ich habe das Gesamte dann einmal mal für eine Stunde laufen lassen, wie man unten erkennen kann. Und wenn dann auch hier dann der grüne Haken einmal ist, ihr könnt es halt auch interrupten, so wie ich es gemacht habe, dann wird es trotzdem zwischengespeichert, das ist gar kein Problem. Mergt ihr als nächstes die Videofiles. Das bedeutet quasi, dass ihr euer Destination-Videofile habt und jetzt euer Source-Videofile dort einmal raufpackt. Hier könnt ihr dann auch sehen, wo quasi die gesamten Outputs einmal sind. Stellt auch hier wieder sicher, dass das Modell auf SAEHD ist. Und stellt auf jeden Fall auch sicher, dass ihr jetzt euren richtigen Iron Mask auswählt. Als nächstes könnt ihr dann hier nochmal ein paar Overlay Options nehmen. Diese sind auch in der Doku sehr, sehr gut beschrieben. Ich bin jetzt hier dann erstmal ganz normal gegangen für die 1 und zwar ein normales Overlay. Hier könnt ihr euch dann entscheiden, wie die Maske benutzt werden soll. Hier bin ich dann auch wieder für die 1 gegangen, um einfach die Destination Mask zu nehmen. Und der Erode Modifier gibt quasi an, wie breit oder schmal eure Maske ist. 0 ist der Mittelwert, der schon vorgegeben war. Minus 400 macht sie größer, plus 400 macht sie kleiner. Der Blur Faktor, den habe ich auch ein Stückchen erhöht, genauso wie der Motion Blur Faktor und ein, zwei andere Daten angepasst. Weil ich davor schon mal damit rumgespielt hatte und in einem anderen Projekt damit relativ gute Ergebnisse erzielt hatte. Genau. Bei dem Color Transfer ist es relativ schwierig, dadurch, dass wir hier auch kein Fragezeichen gegeben haben, um rauszufinden, was für was steht. In der Doku ist es aber allerdings beschrieben, deswegen bin ich trotzdem jetzt hier erstmal einfach nur für eine Eingabe gegangen und habe das Normale genommen, was vorgeschlagen wurde. Der Sharpening-Modus kann auch festgelegt werden. Ich habe da Gaussian genommen, um es ein bisschen weicher zu gestalten. Anschließend haben wir hier mit dem Blur und Sharpening Amount. Je weiter wir ins Negative gehen, desto mehr blurren wir das Bild. Je mehr wir in das Positive gehen, desto mehr sharpen wir es. Dadurch, dass ich ja einen leichten Blur drin haben wollte, habe ich mich hier für minus 5 entschieden, weil ich den auch nicht so stark möchte. Super Resolution habe ich ausgelassen, genauso wie die Denoising Power, als auch die Bicubic Rescale Power. Und ganz zum Schluss auch nochmal die Color Power auf Final Images habe ich auch so gelassen, wie sie ist. Bei der Number of Workers entscheidet ihr quasi, wie viele Threads für das Zusammenfügen bzw. Mergen benutzt werden soll. Die CPU, die wir jetzt hier gerade haben, hat 8 Cores. Das bedeutet, wir nehmen auch einfach alle 8
und geben hier entweder 8 ein oder drücken auch wieder einfach Enter. Dadurch, dass wir in dem einen Bild zwei Gesichter bekommen haben, wird uns hier auch eine kleine Warning ausgegeben. Warning, multiple faces detected, motion blur will be not be used. Darüber hatte ich in dem Moment noch nicht nachgedacht. Wie gesagt, das sind so kleine Sachen, die einem einfach auffallen zwischendrin, während man halt eben dran sitzt. Das Merchen geht auch relativ schnell. Ihr seht ja, die Iterationen unten sind diesmal nicht im 1er Bereich, sondern schon bei 5 pro Sekunde beinahe. Und bei 148 Bildern ist das auch relativ schnell dann. Das hier ist nicht Speed Up, sondern das ist wirklich Realtime. Das sollte also auch bei euch relativ schnell funktionieren. Habt ihr nun da oben euer grünes Häkchen, könnt ihr euch dann hier einmal euer Result-Video ausgeben lassen. Das wird entweder direkt in den Drive gekopiert oder halt einfach nur hier links in den Workspace rein. Und dann drückt ihr hier einmal auf Start drauf und gebt anschließend eure Bitrate an. Und das ist dann das Ergebnis. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert und das hat mehrere Gründe. Das Videofile ist zu dunkel, die UI-Elemente stören und der Motion Blur ist zu hoch. Deswegen habe ich hier nochmal was Zweites gemacht mit einem wesentlich besseren Video für euch. Listen, none of this would have happened if you had just listened to me. If you even cared, you'd actually be here. Wie ihr sehen könnt, ist das Video super entscheidend dafür, wie es auch funktioniert. Hier nochmal die erste Iteration und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was besser gemacht werden kann, was ihr euch als nächstes wünscht. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst euch gut gehen. Ciao.